Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist der September schon vorbei, beziehungsweise er geht sehr nah seinem Ende zu, beziehungsweise ist schon vorbei. Und was habe ich im September alles ausgetestet? Was kann ich euch vorstellen? Wo habe ich Reviews? Was kann ich euch alles erzählen? Und ich würde sagen, ich lege einfach gleich los. Ich würde sagen, ich beginne mit den Lippen. Und zwar habe ich von Revolution, und zwar war das auch, es sind ein paar Produkte, die ich in meinem Try-on-Make-up benutzt habe. Und den habe ich da auch benutzt. Muss dazu sagen, bin nicht der größte Fan von ihm. Er ist so ein bisschen, er riecht voll chemisch. Die Formulierung ist nicht wirklich das, was ich mir erhofft habe. Er krümelt. Er ist einfach. Ich werde nicht deklattern wegen der Farbe. Wenn er so eine schöne Farbe nicht hätte, wäre er schon weg. Also, nur so. Als nächstes, ich habe ja letztes Monat euch versprochen, dass ich das Jeffree Star New Nude Bundle austeste. Und das habe ich jetzt gemacht. Und so sieht es von innen aus. Richtig, 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 richtig toll. Ich muss ja dazu sagen, ich habe es ja schon länger. Habe es aber erst jetzt so richtig ausgetestet, alle Farben ausprobiert. Und ich finde es richtig, richtig toll. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie die Farben bei einem Medium-Hautton wären. Deshalb gibt es ja das Volume 2. Da sind nämlich tiefere Töne drinnen, weil die sind halt echt hell. Also die sind für mich perfekt, aber ich glaube für einen tieferen, also einfach einen tieferen heißt auf Deutsch ja nicht. Ich sage immer deeper skin tone, geht in meinem Kopf. Also wenn man einen dunkleren Hautton hat, ist einfach Volume 2 glaube ich besser. Aber auf jeden Fall, ich fand es richtig, richtig toll. Finde ich ist einfach auch cool, weil du so viele Farben kriegst, die du austesten kannst und man braucht ja eigentlich nicht die full-sized ones. Und wenn du zum Beispiel dann merkst, oh mein Gott, das war mein Favorit von dem Set, dann kaufst du dir den einfach in einer großen Tube. Perfekt finde ich das. Also ich finde diese Lip Bundles richtig, richtig gut und die Qualität ist auch richtig, richtig nice von den Jeffree Star Liquid Lipsticks. Also kann ich nur empfehlen. Dann würde ich sagen, mache ich weiter und zwar mit Face-Produkten. Und zwar habe ich da zwei Blushe. Und zwar sind das die Essence Blushe. Und zwar die hatte ich ja in meinem DM-Haul. Und die wurden jetzt sowas von getestet und ich liebe sie. Also ich finde sie ganz toll, sind ganz, ganz tolle Essence Blushe. Ich muss ja dazu sagen, ich habe aber auch nichts anderes erwartet. Und zwar ist das jetzt der Essence, der Blush in Breathtaking. Und hier haben wir den anderen, der Blush von Essence in Beloved. Also das sind die zwei Blushes, sind richtig, richtig toll. Kann ich euch nur empfehlen. Also Essence Blushes sind immer toll und ich wurde nicht enttäuscht. Also die waren ein gutes Produkt dieses Monat. Als nächstes, was habe ich? Ah, noch eine Blush. Und zwar, die war ja auch in meinem DM-Haul. Und zwar ist das die BH Cosmetics Vanilla and Peach Truffle Palette. Ich zeige es euch lieber von innen. So sieht das Prachtstück aus. Hat mich auch überhaupt nicht enttäuscht. War wunderschön, genauso wie die andere. Ich habe das Gefühl, mein nächster DM-Haul, dass vielleicht dann wieder eine mitkommt, wenn sie dann noch, ich glaube, die sind ja gar nicht mehr beim DM erhältlich. Aber auf jeden Fall ist die wunderschön. Also vielleicht kaufe ich mir online. Online gibt es sie sicher noch. Also richtig, richtig toll. Ganz toll. Aber ich muss dazu sagen, ich blushe, enttäusche mich eigentlich fast nie. Also bei Blush bin ich immer ziemlich safe und denke mir, okay, alles ist gut, da kann nichts sein. Als nächstes habe ich einen Bronzer dieses Monat nur getestet. Und zwar ist es der ColourPop Coconut Peach. So sieht der aus. Der wurde natürlich von mir schon ein bisschen benutzt. Muss dazu sagen,
Ich finde ihn gut, bin ich jetzt, wow, oh mein Gott, er ist so toll. Nein, also ich finde zum Beispiel mein Essence, Blush, sag ich schon, mein Essence Bronzer, mein Essence Bronzer viel, viel besser. Also nicht viel, viel, aber schon besser. Also, dass ich den jetzt extra aus Amerika bestellen musste, eher nicht. Aber er ist trotzdem süß irgendwie. Also, ja, ich werde den halt dann aufbrauchen und dann ist er weg. Aber ich bereue es nicht. Aber es ist nicht so, dass ich sage, es hätte jetzt sein müssen und ich würde ihn jetzt nicht so unbedingt empfehlen. Außer man sagt, man möchte unbedingt einen Colourpop Bronzer. Ja, okay, er ist nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh mein Gott, urcool. Nein. Als nächstes kommen wir zur Kategorie Highlighter. Und, da habe ich noch ein paar von meinem Make-up-Haul, die ich nicht getestet, einfach nicht die Zeit hatte, weil der August ja bei mir sehr, sehr sozusagen knapp war, mit was ich testen konnte, weil ich natürlich nicht die ganze Zeit in Österreich war. Und zwar habe ich hier den Over, ich mache ihn einfach auf und zeige ihn euch schon. Den Over Madison Miller Collab in Sea Shimmer. So sieht das Prachtstück aus. We have a problem. Er ist wunderschön. Die Formulierung ist top. Er ist mir so bisschen zu dunkel. Also so ganz, ganz wenig ist er mir zu dunkel. Aber es geht noch. Also es ist wirklich, also es geht. Es ist alles ist gut. Aber, also er ist ein bisschen zu dunkel. Also wenn ich da so ein bisschen so rüberschaue, sieht man, dass er nicht ganz, der ist nicht ganz da, wo er sein soll. Aber wenn ich dann mit dem Puderpinsel das ordentlich verblende, geht schon. Also es geht. Es ist nicht so, dass ich sage, es geht überhaupt nicht. Aber es ist an der Grenze. Aber von der Formulierung ist er ganz, ganz schön. Ich hatte ja auch in meinem letztes Monat war er da im Im August war das, dieses ist, das ist September. Und ja, also er ist ganz, ganz toll, aber. Also die Formulierung ist ganz, ganz toll, aber bei mir ist die Farbe ein bisschen zu dunkel. Als nächstes habe ich von Linda Halle Berry den Infinity Highlighter. So sieht der aus. Und so sieht der von innen aus. Und ich muss ja dazu sagen, ich finde ihn gut. Er ist eh, also es ist jetzt kein Highlighter, aber ich sage, wow, oh mein Gott. Das, also bei High-End Highlighter finde ich es immer, dass es nie wirklich gerechtfertigt ist. Aber er hat mich voll an den Mary Luminous erinnert. Also es ist nämlich ein Highlighter, wenn ich es jetzt mit den Ofra Highlighter vergleiche, haben die so einen extremen Wumms. Und der hat eben nicht so einen extremen Wumms im Vergleich dazu. Also es ist eher mehr so einer, so ein, eher so einen Erwachsenen-Glow. Also er ist eher mehr so, er ist nicht so bam in your face, er ist eher mehr so ruhig. Ja, aber trotzdem ein Highlight. Also nicht so, dass du sagst, es ist kein Highlight, aber er ist eher mehr so sophisticated, was so schön heißt. Also mehr so anständig als nicht, aber so mehr so, mehr so, das Wort finde ich nicht, aber er ist auf jeden Fall, ist er hübsch, aber er ist nicht so BAM oder so. Er ist nicht so wie die Ofra oder die Jeffree Star Highlighter. Als nächstes habe ich von Melt und zwar, ui, und so sieht der aus. Ich glaube, der heißt Melt, wie heißt er noch? Melt Stargazer. Passt von der Farbe, also die Farbe ist super. Er ist auch von der Formulierung echt, echt schön. Also ich kann eigentlich gar nichts Negatives sagen. Ja, der ist hübsch nett. Ich meine, ich finde ja dazu, ich muss ja dazu sagen, ich habe einfach irgendwie bemerkt, dass viele High-End-Highlighter sehr ähnlich sind. Also die haben alle diesen extremen Wumms oder sie sind eher mehr so nicht so wummsmäßig. Aber sonst sind sie ziemlich ähnlich auch von der Formulierung. Es ist oft dieses Schimmer, Schimmer, Schimmer. Ja.
Und der letzte Highlighter, den ich habe, ist von Jeffree Star Cosmetics in Supreme Frost in Diamond Wet. Ich zeige den mal. So sieht der aus. Das ist zum Beispiel eine High-End-Formulierung, die ich weiß es zwar nicht, aber die ich glaube, die jetzt nicht so viele Marken auf jeden Fall haben. Und zwar ist das nämlich einfach nur Glitzer mit so ein bisschen Highlighter-Effekt. Also es ist eigentlich urspeziell, diese Formulierung. Find sie aber nicht schlecht. Muss dazu sagen, du musst aber in the mood dafür sein. Weil ich meine, normalerweise trägt man ja eher mehr so Highlight in your face. Es ist schon Highlight, aber es ist eben voll, also es ist voll viel Glitzer. Also wenn man kein Glitzer mag, dann sind die Supreme Frost so Stay away. Ich muss dazu sagen, ich habe ja bemerkt, dass die Supreme Frost, die Farbe jetzt nicht so entscheidend ist, weil es ja eh nur Glitzer ist. Also es ist jetzt nicht so, dass du wirklich ein Puder eigentlich. Es ist eher mehr so Glitzer, Schimmer, Fairy-mäßig. Ja. Aber nicht schlecht. Also ich mag die. Aber es ist halt, finde ich, sie sind ihr Geld wert, weiß ich nicht. Aber wenn man das mag, warum nicht? In der letzten Kategorie Highlighter habe ich die Supreme Frost Northern Lights Palette ausgetestet. Die ist ja ein Mordstrom, also riesig ist die. Und das meine ich eben mit diesen, die Farben sind egal. Also ich kann alle Farben davon tragen. Es ist wirklich egal, welche Farbe ich davon trage. Die schauen, es ist einfach Glitzer. Also ich habe zum Beispiel den ganz dunklen auch schon getragen und dachte mir, oh mein Gott, den kann ich nie tragen, der ist viel zu dunkel. Wegen dem Glitzer, also es stört überhaupt nichts, es macht nicht diesen Rand oder so. Ich habe heute zum Beispiel den goldenen auch oben, also ja, den blauen habe ich zwar noch nicht ausgetestet, weil die anderen sind eher mehr so funky colors. Aber es ist einfach so ein Glitzereffekt. Glitzer mit so ein bisschen Highlight und man sieht es eh. Also es ist eben nicht dieses Boom, Bam. Es ist halt schon so ein bisschen, man sieht schon, dass es Highlighter ist, aber es ist halt sehr viel Glitzer. Vor allem, wenn du es in echt siehst, ist es einfach extrem viel Glitzer. So, und jetzt kommen wir zur letzten Kategorie. Nein, nicht ganz. Ah, ich mache davor noch Setting Spray. Warte. Ah, zurück. Und zwar habe ich zwei Setting Sprays getestet in diesem Monat. Und zwar ist das einmal das Glow Fix von Revolution. Das muss ich sagen, ist ein echt nettes Setting Spray. Also es ist jetzt nicht, die Setting Sprays, die ohne Geruch sind von Make-up Revolution, riechen oft sehr intensiv, sehr chemisch. Nicht extrem intensiv, aber schon, du riechst schon, dass das so chemisch ist. Muss man halt wissen, ob man das mag. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass da eben Alkohol drinnen ist. Der Illuminating-Effekt ist jetzt nicht so extrem. Also es ist kein, ich habe so Setting-Sprays, wo du dann danach fast nass aussiehst. Das ist es bei dem auf keinen Fall. Es ist halt so ein Setting-Spray, was nicht so macht, dass du glaubst, oh mein Gott, es ist gerade purer Alkohol und alles zieht sich und es wird nicht schön, sondern es ist so ein normales Setting Spray, würde ich dazu sagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es extremst illuminating ist, aber es ist jetzt auch, also es ist auf keinen Fall mattifying oder so, sondern es ist so, für mich ist so ein Setting Spray, so ein möchte ich. Weil zum Beispiel diese mattifying Setting Sprays, davon halte ich überhaupt nichts, weil warum soll das matt, denn ich weiß nicht. Also für mich zumindest, nein. Dann habe ich das Morphe Continuous Setting Mist. Und das ist ein echt, echt schönes Setting Spray. Also kann man echt nicht sagen. Hat mich auch voll überrascht, dass es einen Duft hatte. Muss aber dazu sagen, dass es für mich ein Setting Spray ist, das ich mir jetzt nicht einfach nur so kaufen würde. Dadurch, dass es extremst teuer ist, also ich glaube, es kostet 23, 24, sowas um den Dreh herum, ist es für mich ein Setting Spray, was ich entweder im Sale kaufen würde, also wenn es jetzt dann leer geht, oder wenn ich sage, ich gönne mir jetzt was, ich habe einfach verdient, mir jetzt irgendwas zu kaufen, was ich haben möchte, dann könnte das sein, dass das dann mit in den Warenkorb kommt. Dann gehen wir zur letzten Kategorie, und zwar ist das
Eyeshadow Palettes und da habe ich als erstes von iHeart Revolution die Tasty Pizza Palette, das Packaging. Schaut ja schon so cool aus. Ich muss sagen, innen drin hat es mich auch nicht enttäuscht. Ich finde, viele können jetzt sagen, okay, das ist doch ein bisschen fad. Ich finde es überhaupt nicht. Die Lidschatten performen einfach wunderschön. Sie haben auch wieder diese Creme Metallics von iHeart Revolution, die ich richtig, richtig toll finde. Die Formulierung mag ich echt, echt gern. Und ich finde einfach, die Palette war echt schön. Und bin echt froh, dass ich sie habe und dass ich sie jetzt getestet habe. Ich finde das Packaging auch richtig cool. Und ja, finde, also ist wirklich definitiv, wenn man die Farbzusammenstellung mag, finde ich, ist die auf jeden Fall ihr Geld wert. Dadurch, dass die Drogeriepaletten ja im Vergleich zu den High-End-Paletten nicht so viel kosten, muss man da jetzt nicht so ganz so lange überlegen wie bei den High-End-Paletten. Da muss man mehr überlegen. Will ich das jetzt wirklich? Brauche ich das? Und weil wir gerade von High-End reden, gehe ich gleich über zu High-End. Und zwar habe ich die Anastasia Beverly Hills Rivera Palette. So sieht die. Also ich zeige es euch lieber von innen. So sieht die aus. Ich muss ja dazu sagen, ich kann mich noch erinnern, wie die rausgekommen ist. War ich so richtig, oh, eine farbliche Lidschattenpalette. Wahnsinn, oh mein Gott. Habe sie aber dann nie benutzt, habe sie jetzt benutzt. Muss sagen, dadurch, dass viele so enttäuscht waren mit ihr, finde ich die jetzt gar nicht so schlecht. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich war es vielleicht die Farbzusammenstellung, die die Leute dann doch nicht so exciting fanden, aber ich fand die jetzt echt nicht schlecht. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden mit der Lidschattenpalette und bin natürlich auch mit ein bisschen schlechteren Erwartungen reingegangen, weil ich natürlich so gehört habe, dass die nicht so gut sein soll und dass die und sie viele deklattern und so, aber ich finde sie gut. Also ich mag sie auf jeden Fall. Also die. Aber es ist halt wieder der Punkt, wenn ihr die im Sale ergattern könnt, würde ich sagen, schlagt zu. Wenn sie nicht im Sale ist, würde ich sagen, weiß ich nicht. Ich finde, High-End ist eigentlich fast nie, also ist eigentlich nie wirklich so das Geld wert. Also, ich finde die iHeart Revolution, und weil wir wieder von iHeart Revolution reden, kommt die iHeart Revolution Tasty Avocado Palette. Die ist ja richtig, richtig cool. Auch was sich drinnen abspielt, ist richtig, richtig cool. Mit den Grüntönen und so. Also ich bin ganz, ganz begeistert. Sind natürlich sehr, sehr viele Schimmertöne drinnen. Aber sie ist richtig, richtig cool. Also ich muss dazu sagen, die hat auch wieder diese cremig, also eher mehr diese cremigeren metallischen Lidschatten wieder drinnen und richtig, richtig schön. Also ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Finde, sie hat echt gut performt und ja, die wird noch viel benutzt. Vor allem, ich finde, die Color Story kannst halt auch richtig gut jetzt dann im Herbst benutzen. Also die ist richtig, richtig, richtig cool. Und das Packaging, ich finde, die Tasty-Paletten, wenn du die halt alle hast, sind die halt richtig, richtig cool. Dann kommen wir zu Juvia's Place. Und zwar ist es die Zulu-Palette bei Juvia's Place. So sieht das Packaging aus. Ach, richtig, richtig toll. Und so sieht es innen aus. Eine richtig, richtig schöne Palette, muss ich dazu sagen. Finde die auch richtig, richtig toll. Also einfach eine echt, echt nice Palette. Und eben, was ich bei der viel mehr mag, wie die, wie hieß die? Magic. Und zwar, was ich bei der besser finde, ist einfach, dass du viel mehr matte Töne hast und dadurch einfach viel mehr Look schminken kannst. Du hast eben diese drei Schimmertöne, die perfekt sind, und mit den so viele unterschiedliche Mattentöne, die du hast, finde ich, also ich finde die Palette ganz, ganz, ganz toll, und freue mich echt, dass ich die in meiner Collection habe und dass ich sie jetzt benutzen kann und so und viele funky Looks noch mit ihr schminken kann. Die, die ich noch getestet habe, ist die Violet Was Flamingo Palette. Das ist zwar eine extreme Sommerpalette. Die werde ich vermutlich dann nicht mehr so viel das kommende Monat benutzen. Aber so sieht die aus.
Ist eine richtig, richtig schöne Palette. Du kannst richtig viele so Pastell-Looks schminken und die Performance. Ich habe ja schon eine Violet Voss Palette, die sehr bekannt ist auf meinem Kanal. Muss sagen, die hat mich auch überhaupt nicht enttäuscht. Ich bin genauso zufrieden wie mit der vorigen. Die matten Töne verblenden genauso schön. Die Schimmertöne sind genauso schön. Also ist eine, ich würde sagen, von der Formulierung sehr basic, aber auf jeden Fall hübsch. Also man muss immer sagen, ich würde die jetzt auch immer meine High-End-Paletten, die ich teste oder die auf meinem Kanal sind, würde ich immer eher mehr im Sale empfehlen natürlich, weil warum es nicht nutzen? Aber auf jeden Fall ist eine echt, echt gute Palette. Also ich bin überhaupt nicht enttäuscht und finde auch die Farbzusammenstellung echt hübsch. Ist eher mehr so eine Sommerpalette, aber ja, für den September hat es auf jeden Fall gepasst. Und zwar die Palette, die auch in meinem Try-on-Make-up war, ist die Be Perfect Carnival XL Pro Palette. Da ist sie schon. Ein Riesentraum. Oh mein Gott, ich verliere sie schon. So sieht sie ja aus. Ein riesen, riesen, riesen Traum. Also, ja. Sie ist riesig, du kannst extremst viele Looks damit schminken. Ist ein bisschen unhandlich, weil sie einfach so extremst groß ist. Also sie ist einfach so wie ein doppelter Kopf von mir ungefähr. Also schon echt, echt, echt groß. Finde ich, ist es jetzt eine extremst tolle Palette? Nein. Finde ich sie schlecht? Nein. Weil die wurde ja extremst gehypt und die soll so toll sein und die war so Wahnsinn und ich meine, sie ist echt gut. Also so ist es ja nicht. Also sie ist gut. Aber ich weiß nicht ganz, ob sie so mein Gott ist. Also das fand ich jetzt nicht. Also das sind andere Paletten, die mich mehr vom Hocker gehaut haben. Find aber, dass es eine coole Palette ist. Bin auch von den Schimmertönen weniger überzeugt wie von den matten Tönen. Die matten Töne sind echt, echt schön. Muss ich dazu sagen, die matten Töne sind echt schön. Aber die Schimmertöne waren jetzt nicht so, dass ich sage. Also da habe ich schon was Besseres gesehen, auf jeden Fall. Aber sie sind nicht schlecht. Also man kann auf jeden Fall damit arbeiten. Ist auch alles super gut und so. Aber es ist halt sehr basic gehalten. Also die Formulierung ist, also die matte Formulierung ist echt gut, aber ich muss dazu sagen, ich weiß es nicht, ob sie jetzt so unbedingt ihr Geld wert ist. Also das weiß ich nicht. Aber jetzt habe ich sie und ich bereue es nicht, dass ich sie gekauft habe. Das auf keinen Fall, aber ich hätte sie vielleicht lieber im Sale gekauft, muss ich dazu sagen. Die letzte Palette und zwar ist das die Morphe X Jeffree Star Palette. Ich glaube, die ist jetzt nicht mehr erhältlich. Das heißt, ich werde mich ziemlich kurz fassen. Ist eine echt, echt schöne Palette. Ich mag ja die Morphe-Formulierung. Ich finde die Morphe-Formulierung echt gut. Und ich bin auch ziemlich, also ich bin echt zufrieden, lassen sich wunderschön verblenden. Ist eine echt schöne Palette und also ich finde die, ich bereue sie nicht, dass ich sie gekauft habe und hatte auch ganz, habe ganz viele schöne Looks mit ihr geschminkt und ja, aber die ist jetzt halt nicht mehr erhältlich. Also, aber sie ist hübsch. Also die sie haben, ich finde es ist eine hübsche Palette und bereue es nicht, dass ich sie habe, auf keinen Fall. So, das waren jetzt alle Produkte, die ich dieses Monat getestet habe. Es waren ja ein paar Produkte, musste man ja dazu sagen. Waren schon ein paar mehr wie letztes Monat. Das hatte ich ja auch vermutet. Ich glaube, dass Oktober noch mehr wird. Weil ich glaube, im Oktober, obwohl mit, wenn dann Schule und so wieder losgeht, ist dann auch wieder so, habe ich Zeit. Aber schauen wir mal. Schauen wir, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo hier habt ihr ein weiteres von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet. Inspiration, sagt mir, was ihr sehen wollt. Schießt mich voll. Ihr könnt mir aber natürlich auch auf Instagram DMen. Da quatsche ich super, super gerne mit euch und höre mir auch super gerne euer Feedback an.
Und damit ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!